Ich begrüße euch zurück hier bei Fallout 3 in Oasis. Oh Mann, dieser Anblick, jedes Mal wieder wunderschön. Ihr seht es selber, wir sollen das Herz von unserem guten Harold zum Stillstand bringen und wollen dazu erst einmal hier etwas weiter mit dem Baumvolk sprechen, die davon sicherlich nicht ganz so überzeugt sein sollten. Der Thron von Baumvater Birch. Okay, wen haben wir Es hier? gibt in der ganzen Welt keinen zweiten Ort wie diesen. Nicht wahr? Legen Sie Ihre Geräte ab und bestaunen Sie seine Wunder. Ganz genau. Bloomsia Poplar. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Bloomsia Poplar, Wahrsagerin und Heilerin von Oasis. Es ist mir eine große Ehre, Sie willkommen heißen zu dürfen. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ja. Informationen über die Höhlen unterhalb des Ortes, wo sich ja das Herz befindet, wären auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Meiden Sie das Wasser in den Höhlen. Ich fürchte, es enthält immer noch die Strahlung der Bomben. Ah ja, okay. Wie kommt es, dass dieser Ort immer größer wird? Ich meine, die Bäume scheinen sich hier auszubreiten. Im sogenannten Erntemonat erschafft der große Herrscher an seinen Zweigen Samen in Saathülsen. Am Ende dieser Zeit öffnen sich die Hülsen und die Samen werden durch den Wind verstreut. Es ist wunderschön. Wo auch immer die Samen landen, wachsen sie zu Bäumen, Pflanzen, Gras oder anderen wundervollen Dingen heran. Ja, was ihr vielleicht jetzt als paradox oder als schwachsinnig abstempeln würdet, ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind hier natürlich hunderte Jahre nachdem die Bomben gefallen sind und demnach kennen die Menschen die natürlichen Vorgänge von zum Beispiel, ja, Samenverstreuung bei Pflanzen durch den Wind gar nicht mehr so richtig. Das ist ja alles Wissen, was wir kennen, weil wir auch in der Schule und täglich damit konfrontiert werden. All das Wissen ist hier ja bis auf wenige Bücher, die dann auch meistens auch noch verbrannt sind, wirklich überwiegend ausgestorben. Aber okay, erzählen Sie mir von Ihrem Gott, von Harold. Er ist nicht mein Gott, er ist der Gott aller Lebewesen. Dieser Ort ist nicht nur für die Baumhüter da, sondern für die ganze Menschheit. Ah ja, okay. Und was, wenn andere anderer Meinung sind? Ich meine, zum Beispiel Baumvater Birch, aber was ist, wenn andere anderer Meinung sind? Man sollte annehmen, er weiß, dass dieser Ort nicht für immer geheim bleiben wird. Die Karawanen kennen ihn und auch sie sind darauf gestoßen. Wann wird der Erste kommen und diesen Ort mit Gewalt einnehmen? Ich bin dafür, Oasis wachsen zu lassen. Dann erledigt sich das Problem von selbst. Oasis wachsen lassen. Jetzt wird's interessant. Ich würde ja gern noch mal was über diesen Gott hören. Ich bin ja so vergesslich. Wie ich schon sagte, er ist der Gott aller Lebewesen. Dieser Ort ist nicht nur für die Baumhüter bestimmt, sondern für die ganze Menschheit. Ja, dem stimme ich teilweise zu, denn wenn Harold wirklich so ein Wunder ist und das Ödland wieder zum Blühen bringen kann, dann sollte das tatsächlich allen Menschen gegeben werden. Wie kommt man denn an einen Ort wie diesen? Wie sind Sie hier gelandet? Mein Vater war wie ich Heiler. Er hatte viele sonderbare Bücher über Bäume und Pflanzen und ihre medizinischen Wirkungen. Viele Jahre später habe ich ein Gerücht über diesen Ort gehört. Ich habe 10 Jahre lang danach gesucht. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren an diesem wundervollen Ort. 15 Jahre. Und was mussten Sie tun, um Baumhüter zu werden? Ich war der Dritte, der in Oasis ankam. Baumvater Birch war zunächst skeptisch, aber Laubmutter Laurel hat ihn überredet, mich bleiben zu lassen. Wenn sie nicht da gewesen wäre, bezweifle ich, dass Birch mir erlaubt hätte, hier zu bleiben. Nach einer Weile brachten sie mir mehr über sich bei und zusammen entwickelten wir die Zeremonie der Aufbereitung, die auch sie kennengelernt haben. Die Zeremonie der Aufbereitung. Ja, dieser seltsame Vorgang, der von Harold selber als schwachsinnig abgestempelt wurde. Na gut, auf Wiedersehen. Mögen Sie unter seinem Schutz verweilen. Dankeschön. Wen haben wir hier? Zweighüter Linden. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich bin Zweighüter Linden.
Ah ja, und ich bin, ein Bruderschaftsangehöriger. Jede Information über die Höhlen, wie immer, wären sehr, sehr hilfreich. Oasis befindet sich in der Nähe einer Ortschaft, die vor dem Fall der Bomben mal eine Bergbaustadt war. Als die Angriffe vor ungefähr 200 Jahren begannen, suchten viele Leute in den natürlichen Höhlen der Gegend Schutz. Das alte Tor am Eingang der Höhle von Oasis ist das letzte Bauwerk aus diesen Tagen. Okay, also waren hier früher mal bewohnte Höhlen. Ja, erzählen Sie mehr von Ihrem Gott. Tja, ich weiß nicht, ob der große Herrscher ein Gott ist. Ich meine, an sowas glaube ich nicht. Ich beginne allerdings zu verstehen, dass er etwas Besonderes ist. Größer als alle Kreaturen im Ödland. Das scheint mir auch so zu sein. Wie kommt man denn an einen Ort wie diesen? Was ist Ihre Geschichte? Eine Handelskarawane hat mich in der Wüste nicht weit von hier gefunden. Ich lag im Sterben. Sie kannten diesen Ort und brachten mich zu Poplar. Sie hat mich wieder gesund gepflegt und seitdem bin ich hier. Okay, sterben, wie unschön. Wie kam es denn dazu? Ich gehörte zu den Ausgestoßenen und zur stählernen Bruderschaft. Wir waren hier auf Patrouille, als wir von einigen Todeskrallen angegriffen wurden. Sie haben alle anderen zerfetzt und mich in meinem Blut liegen lassen. Wenn Oasis und Bloomster Poplar nicht gewesen wären, wäre ich jetzt tot. Ehrlich gesagt habe ich noch nie so einen Ort gesehen. Es ist wunderschön hier. Schade, dass das nur ganz wenige Leute jemals sehen werden. Er war also ein Außenstehender? Okay, ja, nochmal hören müssen wir es nicht unbedingt. Was mussten Sie denn tun, um Baumhüter zu werden? Ich bin irgendwie da reingeraten. Ich bin hier aufgewacht und einfach geblieben. Nach einer Weile bin ich zu einem von Ihnen geworden. Und er hat die Bruderschaft also beiseite gelegt. Okay, auf Wiedersehen. Möge die Lebenskraft seiner Weisheit Sie erleuchten. Ja, möge sie das. Oh Mann. Okay, was haben wir hier? Sieht aus wie eine Art Schulposition oder eine Art Lehrstelle, Baumstumpf. Hier werden die Leute dann wohl in die Lehren von dem Baumvater eingeweiht. Aber okay, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie in die unterirdischen Höhlen von Oasis kommen. Sage dir, du liegst vollkommen falsch. Aus welchem anderen Grund würde er denn um die Hilfe eines Außenstehenden bitten? Die Außenstehenden sind hier, um uns vor unseren Feinden zu erlösen und diesen Ort vor dem Ödland zu schützen, aber nicht, um uns auszubeuten. Wie können wir Frieden predigen, wenn sie nur wollen, dass wir sein Geschenk für uns allein behalten? Das wäre nicht nach seinem Willen. Wenn wir zulassen, dass dieses Wunder sich weiter verbreitet, bringen wir ihn in Gefahr. Das kann ich nicht zulassen. Ich werde es nicht zulassen. Mein Gatte, wieder einmal stecken wir in einer Sackgasse fest. Ich schlage vor, dass wir uns helfen lassen. Einverstanden. Wozu hätte sonst ein Außenstehender den Hain betreten dürfen? Vielleicht ist es ein Test. Ja, das muss es sein. Ich weiß, warum Sie hier sind und bin trotz der Einwände meiner Frau davon überzeugt, dass Sie tun werden, was für Oasis das Beste ist. Schließlich hat er Sie ja auserwählt und er würde uns nie in Gefahr bringen. Der ist total durch, der Mann, aber okay. Er ist total durch den Wind natürlich. Ich fürchte, Harold ist kein Gott, er ist nur ein Mensch, der etwas Pech hatte. Er ist kein Gott, Birch, sein Name ist Harold. Können wir mit dem ganzen pseudo-religiösen Mist bitte aufhören? Er heißt Harold, verdammt nochmal. Ja, ich würde sagen, er ist ein Mensch, der einfach nur sehr viel Pech hatte und jetzt etwas anderes geworden ist, aber ganz gewiss kein Gott. Ah, er stellt sie auf die Probe, genau so, wie er es mit uns gemacht hat. Er will prüfen, ob ihr Glaube stark ist, indem er diese unglaubwürdigen Geschichten erzählt. Wer sonst als ein Gott könnte das alles schaffen? Keine Sorge, Sie werden die Dinge bald genauso sehen wie ich. Oh nein, danke. Wussten Sie, dass Ihr Gott... Na, ist Ihnen bewusst, dass Harold sterben will?
Ja, ich habe auch schon seit längerem über dieses Rätsel nachgedacht und ich glaube, ich weiß, was er uns zu verstehen geben will. Die Macht des großen Herrschers wächst und wird schon bald die Fesseln dieses einsamen Tales sprengen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Oasis so die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es wäre sein Ende. Okay, sein Tod würde verhindern, dass sich sein Einfluss weiter ausbreitet. Gratis Feuerholz für alle. Ja, wie könnte ich denn helfen, wenn ich deinen Plan unterstützen möchte? Könnte man denselben Saft, den sie zur Eigenreinigung getrunken haben, auf sein Herz anwenden, müsste man die Verbreitung aufhalten können. Ich kann versprechen, dass ihm nichts zustoßen wird. Und das ist wirklich alles, was ich von ihnen verlange. Nicht mehr und nicht weniger. Ich liebe Birch, aber ich glaube, manchmal fehlt ihm einfach der Überblick. Die Verbreitung seines Einflusses ist kein Fluch, sondern ein großes Wunder, das für das gesamte Ödland von großem Nutzen sein soll. Laubmutter Laurel, ihr habt es gehört, sie will also, dass sein... Ja, dass er sich über das ganze Ödland ausbreitet. Warum hört keiner auf Harold, auf seinen Wunsch? Natürlich machen wir uns darüber Gedanken. Er will seine Wunder der ganzen Welt kundtun, um dem toten Ödland den Atem des Lebens wieder einzuhauchen. Es bereitet ihm ungemein Kummer. Aber Birch erkennt den Schmerz nicht, der dadurch verursacht wird. Doch jetzt, da Sie hier sind, habe ich das Gefühl, dass bald ein anderer Wind wehen wird. Eigentlich will Harold sterben. Ja, okay, wie kann ich denn helfen? Was wäre denn Ihr Plan? Ich habe gehört, was mein Mann von Ihnen wollte. Ich schlage eine Alternative vor. Der Saft wurde von der gleichen Person gemacht wie das Einreibemittel. Wenn Sie sein Herz erreichen, wird es den Einfluss verstärken. Anstelle von Jahrhunderten dauert es nur wenige Jahrzehnte, bis das Ödland grün und fruchtbar sein wird. Ist das nicht toll? Birch Baumsaft oder Laurels Einreibemittel? Jetzt haben wir natürlich das große moralische Problem. Wir könnten ihn töten, was letztlich sein Wunsch war. Wir könnten seine Ausbreitung verhindern oder beschleunigen. Es gibt in der ganzen Welt keinen zweiten Ort wie diesen, nicht wahr? Cypress. Zweighüter Cypress zu Ihren Diensten. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Danke, danke. Wie ist Ihre Meinung über Baumvater Birch und Blattmutter Laurel? Diese Namen. Ich wünschte, Sie würden nicht so viel streiten. Dadurch verschlechtert sich die allgemeine Stimmung. Ah ja. Dürfte ich den Schlüssel haben, um durch das Tor da hinten zu kommen? Natürlich. Bitte sehr. Viel Glück. Der ist ja komisch drauf. Was mussten Sie tun, um hier ein Baumhüter zu werden? Eigentlich haben auch Sie schon einen Teil davon absolviert. Ich musste an der Zeremonie teilnehmen und mit dem großen Herrscher sprechen. Dann brachte mir Baumvater Birch alles bei, was ich über Oasis wissen musste und erklärte mir, dass dieser Ort geheim bleiben soll. Deswegen bin ich so besorgt. Ich glaube, es wäre keine kluge Entscheidung, diesen Ort hier in das Ödland hinauswachsen zu lassen. Was, wenn die Menschheit der Baumhüter, die Mehrheit der Baumhüter nicht derselben Meinung ist und dafür stimmen würde? Darüber würde ich mir Sorgen machen. Ich war mal wie Sie, einer von draußen, bin viele Jahre im Ödland umhergewandert. Wo auch immer ich hinkam, habe ich nur Armut, Hunger, Krankheit, Hass und Tod gesehen. Aber dieser Ort ist anders. Wir können dieses Böse in Oasis nicht dulden. Das geht einfach nicht. Okay. Und wie sind Sie an einem Ort wie diesen hier gelandet? Ich gehörte wie Sie zu den Außenstehenden, wanderte ziellos in der Welt umher und verschwendete auf der Suche nach dem Glück mein Leben.
Als meine Augen die Schönheit von Oasis erblickten, wusste ich, dass ich einen heiligen Ort gefunden hatte. Baumvater Birch erlaubte mir zu bleiben. Ah ja. Möge der große Herrscher seinen Segen über sie aussprechen. Ganz gewiss. Also wie gesagt, entweder könnten wir Harolds Wunsch ausführen und ihn erlösen. Wir könnten sein Wachstum beschleunigen und damit dem ganzen Ödland Fruchtbarkeit bringen. Und somit im Nachhinein der ganzen Menschheit helfen. Oder wir könnten sein Wachstum eindämmen, damit er sozusagen für immer hier auf diesem Gebiet beschränkt bleibt. Und damit niemand im Ödland jemals erfährt, dass es Oasis überhaupt gibt. Ich muss sagen, in Anbetracht der Tatsache, was für wunderschöne Höhlen, dass Harold als eine Person für ein so riesiges Ödland mit so vielen Menschen ein recht geringes Opfer wäre, in Anführungszeichen, würde ich mich tatsächlich dafür entscheiden, sein Wachstum zu beschleunigen. Toter Zweikhüter. Robe eines Bewohners von Oasis. Denn auch ich selber, wenn ich jetzt in der Situation von Harold wäre, ich fände auch, dass das Opfer von mir selbst für ein ganzes Land voller Menschen, die Hilfe brauchen, ein geringes Opfer wäre. Ich weiß, das sagt man jetzt so leichtfertig, aber... Aber ich finde, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja, jetzt haben wir wieder so einen super Wasserkampf. Wisst ihr, die laufen meistens nicht ganz so toll. Ah, ich ersticke. Mann, mach's doch nicht so spannend. Meierlö-König. So, daher werde ich mich dafür entscheiden, sein Wachstum zu beschleunigen und damit dem ganzen Ödland letztlich Fruchtbarkeit bringen. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wir sind hier jetzt schon in den Höhlen. Ich schaue gerade mal hier unter Wasser, ob wir hier irgendwas finden können, aber sieht nicht so aus. So. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Denn Harold ist ja letztlich für das gesamte Ödland eine Person, die sich opfert, die... Sie sollen Blei fressen. Vielleicht ihr ganzes Leben lang in Sklaverei leben muss, aber letztlich für so unglaublich viele... Das ist, wie ich finde, schon gerechtfertigt. Sie sollen Blei fressen! Aber jetzt wissen wir auch, was Harold meinte mit seltsames Krabbeln an seinem Unterkörper. Das sind wohl die Milliarden Meierlurks. Und die Eier sehen auch so eklig aus. Seht euch an. Bäh. Die ganzen Meierlurks, die hier schlüpfen, werden das dann wohl gewesen sein. Hier sind auch ganz schön viele Tote. Wir haben ja gehört, hier unten haben mal Menschen Zuflucht gesucht. Während der Bomben. Versunkene Kammern. Sie sollen Blei fressen. Sharon scheint den Rest zu machen. Was haben wir hier? Hier hat wohl auch jemand Zuflucht gesucht. Aua, hallo, ganz ruhig bitte. Vorkriegsbuch, eine Truhe mit einem Nudelhopf. Das eine einzigartige Waffe ist. Ich habe noch nie ein Nudelholz gefunden. Pfeile, Munition, Kronkorken, Stealth Boy.
Cherry Bombs. Vorkriegsoutfit brauchen wir nicht. Zeitschrift für innere Medizin sehe ich da. Ein Grill und ansonsten nichts Sinnvolles. Wie hoch ist eigentlich unsere Medizinfertigkeit? 95, super. So, dann sind wir jetzt bei 97. Wie gesagt, das ist echt Wahnsinn, wie schnell wir vorankommen vom Stufenaufstieg her. Der Meierlück ist erledigt. Zu den Waffen, Soldat! Der ebenfalls. So. Und ich meine, wo kam das denn her? So. Und ich meine, dass man hier im Wasser etwas finden konnte, oder? Ein toter Raider. Ein toter Ödländer. Eine Mini-Atombombe. Einmal Luft holen. War da nicht noch mehr? Scheinbar nicht. Nee, okay. Aber immerhin ein paar kleine Sachen haben wir gefunden. Da fällt Licht in die Höhle. Sehr schön. Ja, wer auch immer hier Müll reingeschmissen hat, ich will es gar nicht wissen. So, und wir sind dem Herzen schon ganz schön nahe. Chinesisches Sturmgewehr, das könnten wir gut gebrauchen. Oder auch nicht. Oder doch. Stealth Boy. Munitionskiste durchschnittlich verschlossen. Schade. 14 Raketen. Und Brennstoff in den Flammenwerfer. Ja, der Metallsprenger. Blutpaket, Rakete, Weatherway und ein Stimpack. Schon wieder überladen. Birch Baumsaft. Probe eines Oasis-Bewohners. Harry Stutzen, Impulsmine, Hochleistungsofen. So. Wie gesagt, den Hochleistungsofen mag ich absolut nicht. Haben wir schon oft genug gesehen. Bei der Enklave sogar im Einsatz. Aber meine Waffe ist es nicht. Dann lieber ein schicker Metallsprenger. Der auch vom Schadenswert her ja überragend ist. So, und hier sind wir genau unterhalb von Harold. Und hier haben wir sein Herz. Harolds Herz. Sie haben Harolds Herz gefunden. Wir könnten es vernichten, den Baumsaft anwenden, um sein Wachstum aufzuhalten, oder Laurels Einreibemittel verwenden, um Harolds Wachstum zu beschleunigen. Wie gesagt, ich finde sein Opfer im Wohle des ganzen Ödlands, der Zivilisation und der ganzen Welt im Nachhinein. Ich würde für mich selber aktuell, wie gesagt, man kann sich in die Situation gar nicht richtig reindenken, aber ich würde momentan auch mein eigenes Leben opfern, um eben das Leben auf der ganzen Welt überhaupt erst wieder zu ermöglichen. Und statt Jahrhunderte, Jahrzehnte ist sehr viel wert. Ihr seht, das Herz schlägt noch schneller, der Wachstum ist beschleunigt. Ein denkwürdiger Ort, wenn man sich das hier mal ansieht. Hier endet sozusagen das Zusammenwachsen von Harold und Herbert. Auch Sharon ist fasziniert. Und das Herz ist einfach mal so groß wie unser ganzer Oberkörper, wie unser ganzer Torso. Aber okay, das war's hier an der Stelle. Gab es hier keinen schnellen Ausgang?
doch hier, ich wollte schon fast sagen. Feuchte Höhle. Ist echt düster hier. Sie sollen Blei fressen! Das hätten wir. Meierlö König. Die Höhlen sind echt riesig. Auf das Meierlö vielleicht verzichte ich mal. Munition, Buff Out. Nuka Cola Quantum, Nuka Cola Stimpack. Oh, Heckenschützengewehr, Stimpack, Redaway und eine sehr leicht verschlossene Munitionskiste mit Scharfschutzmunition, das ist super. Reservistengewehr, reparieren, Heckenschützengewehr. Oh Mann. So, da würde ich sagen, raus hier. Und wir landen direkt im Hain. Das ist die Tür, die wir gefunden haben. Hier hinten, genau. Oh wei, oh wei. Wie sollen wir das nur Harold erklären? Unsere Laurel? Sie haben heute eine große Tat vollbracht, mein Freund. Die Gaben, mit denen uns der große Herrscher beschenkte, brauchen jetzt nur Jahrzehnte statt Jahrhunderte, um die Grenzen von Oasis zu durchbrechen. Das habe ich gern gemacht. Die Welt muss wissen, dass es Oasis gibt. Klar, schätze ich mal, für eine Handvoll Kronkorken. Ja, die Welt muss es wissen und vor allen Dingen muss sie davon profitieren, denn das ist wirklich ein Wunder, was hier geschehen ist. Anscheinend haben Sie während Ihres kurzen Aufenthalts hier viel gelernt. Das kommt in diesen unruhigen Zeiten selten vor. Ich glaube, einige Baumhüter möchten vor Ihrer Abreise mit Ihnen sprechen. Ich denke, das könnte lohnenswert für Sie sein. Viel Glück auf allen Ihren Reisen. Ich hoffe, die Zeit, die Sie hier verbracht haben, hat sowohl Ihr Herz als auch Ihre Augen geöffnet. Die Frage für mich ist aber, was wird Harold sagen? Aufgabe erfüllt, Oasis. Harold. Sieht also so aus, als würden sie plötzlich nach deren Regeln spielen wollen. Wie das? Sie spielen eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Ohne sie sind sie verloren. Das ist nicht mein Tötungsstil, oder? Warum sollte ich auf jemanden hören, der noch verrückter ist, als die es sind? Nein, ohne sie sind sie verloren. Ohne sie ist das ganze Ödland in gewisser Weise für Jahrhunderte verloren. Sie brauchen mich also so dringend. So habe ich das noch nie betrachtet. Ziemlich egoistisch von mir. Sollen wir ihnen noch eine Chance geben? Herbert? Gut, gut, ich meine Bob. Ich finde es nach wie vor lustig, wenn ich ihn Herbert nenne. Wegen dieser Baumhüter. Oh, fangen wir nicht mit denen an. Sonst kann ich nicht mehr aufhören zu reden. Es macht sogar den armen Bob verrückt. Welcher Baumhüter ist der sympathischste? Die Kleine ist die netteste von ihnen. You heißt sie.
Sie schleicht sich rein und lässt mich einfach reden, worüber ich Lust habe. Weil sie mich glücklich macht, mag Bob sie auch. Sehr zähe Dialoge, muss man sagen. Haben Sie jemals einen von den anderen Baumhütern gebeten, sie umzubringen? Aber sie hörten mir einfach nie zu. Nur die einfachsten Anweisungen verstanden sie. In allem anderen suchte Birch eine Woche lang versteckte Botschaften. Außerdem platzte er bei jeder Gelegenheit hier herein und begann, diesen Unsinn zu singen. Manchmal saß ich einfach ruhig da, nur um ihn verrückt zu machen. Eine Weile lang war das recht lustig. Vielleicht ändert sich auch das jetzt, wo alles anders ist. Dank Ihrer Hilfe. Vielleicht. Wie behandeln die Baumhüter denn normalerweise die anderen Leute von außerhalb? Ich meine, werden sie auch hier eingelassen ohne deinen Befehl? Sie behandeln sie auf ganz eigene Art und Weise. Sie zwingen sie, dieses schleimige Zeugs zu trinken, das Poplar herstellt. Manchmal drehen sie nur durch und rennen wie wild umher. Aber manchmal wachen sie auf, sehen mich und laufen, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Die Außenstehenden sind wirklich fast so unterhaltsam wie die Baumhüter. Das kann ich mir vorstellen. Ja, reden wir über was anderes. Okay. Zum Abschied noch einmal. Was soll all das mit diesen Namen? Bob, Herbert, Harold? Ich versteh's einfach nicht. Okay. Okay. Ich werde es ganz langsam erklären, damit alle mitkommen. Vor langer Zeit war ich ein Mann namens Harold. Dann passierte etwas in mir und mir begann so ein kleiner, komischer Baum aus dem Kopf zu wachsen. Er wuchs und wuchs, bis ich nicht mehr aus dem Haus kam. Als die Leute nach seinem Namen fragten, beschloss ich, ihn Bob zu nennen. Wie einen Freund. Manchmal nenne ich ihn Herbert und nicht Bob, aus Langeweile und weil ich's lustig finde. Um es kurz zu machen, ich bin Harold. Okay, Harold, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Kommen Sie mal wieder zum Besuch vorbei. Aber sicherlich. Er hat also sein Schicksal akzeptiert und fand sein eigenes Handeln und Wirken egoistisch. Das war ja einfach. Ihr habt gehört, wir sollen laut Laurel auch nochmal mit den anderen Baumhütern sprechen, allerdings werden wir das dann erst beim nächsten Mal... Sharon. Allerdings werden wir das dann erst beim nächsten Mal tun. Und dann würde ich sagen, war es das aber auch schon im Groben und Ganzen hier mit Oasis. Meine Güte, wir haben also Harold dazu gebracht, zu akzeptieren, dass er ein Wunder, ein Geschenk für die Welt ist, um das Ödland wieder fruchtbar zu machen. Und das wird jetzt in Jahrzehnten statt in Jahrhunderten geschehen. Und mit diesem stolzen und, wie ich finde, bedeutenden
Ergebnis verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier von Oasis Abschied nehmen und die nächsten Schritte planen. Denn glaubt mir, ich habe schon etwas vor, mit dem wir dann demnächst weitermachen werden hier bei Fallout 3.